Weltreisender.net Ja, 1991 bin ich ausgewandert nach Australien, weil meine Frau und ich, sie war Ärztin für Naturheilverfahren, die Wildblumen von Westaustralien auf ihre Homöopathiefähigkeit untersuchen sollten. Leider hat das Programm nicht so funktioniert und ich bekam einen Anruf von der Universität Brisbane, ob ich bereit wäre, Wissenschaftler aus Australien durch die Wüste zu fahren, um die Bodenschätze mit neuesten Methoden aufzunehmen. Das ist eigentlich der Grund auch, wie ich dann zum Geländewagenfahren gekommen bin und meine Touren entwickelt habe. Begonnen habe ich mit Outback Know-how. Der Name passte sehr gut für die Wissenschaftler. Später für den Tourismus habe ich es in Otto Tours umbenannt, was wesentlich griffiger ist für den Tourismus. Meine Touren, die ich anbiete, ist die Canning's Dock Route und die Simpson Desert zusammen mit dem Lake Eyre. Lake Eyre ist insbesondere deswegen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme interessant, weil er mit Wasser gefüllt ist, was nur alle 50 bis 100 Jahre einmal vorkommt. Und im Augenblick tummeln sich eine Vielzahl von Vögeln, Kängurus, Emus, Kamelen und anderen Wildtieren in dieser Gegend. Eigentlich ein Muss in den nächsten 3-4 Jahren. Als vor mehr als 100 Jahren die Canning's Dock Route angelegt wurde durch Canning, da gab es gar keinen Weg, denn die Tiere brauchen keinen Weg. Der Canning's Dock Route war ein Viehtriebstrecke. Später in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts kamen dann die ersten Fahrzeuge, die einen solchen Track angelegt haben und versuchten also auf eigene Faust um die Sanddünen, über die Sanddünen, durch Geröll, durch Felsen durchzufahren. Und das ist heute die Strecke. Und daher ist sie so kompliziert, weil sie natürlich nicht nach irgendwelchen Regeln angelegt wurde, sondern rein, wie kommt man am besten durch. In meiner Buchsammlung fand ich eines Tages ein ganz kleines Handbüchlein mit Goethe auf Reisen. Und ich fand es eine gute Idee, jeden Morgen meinen Gästen ein kleines Zitat von Goethe zu präsentieren. Inzwischen ist das zu einem gewissen Markenartikel geworden und sogar Gäste haben es in Briefen und Kommentaren erwähnt. Goethe zu jedem Morgen um 8.15 Uhr, bevor wir losfahren. Die besondere Faszination sind die Durchquerung von vier verschiedenen Wüsten, wobei sich bei jeder Wüste ein anderes Landschaftsbild ergibt. Es gibt dazu auch eine große Anzahl von Bergen, die zum Teil bestiegen werden. Und die Sanddünen, die je weiter wir in die Great Sandy Desert kommen, immer schwieriger werden. Es gibt Leute, die meinen, es sind über 990 Dünen, offiziell 999 Dünen, aber kommen Sie mit mir und zählen Sie sie nach. Vielleicht werden Sie sogar noch einige mehr finden. Zwei kleine Geschichten. Ein Schweizer, ganz alleine, fuhr mit einem Landcruiser auf dem Talawana-Trek in Richtung Canning's Dock Route und kam an einen großen See, etwa 1000 Meter lang. Er ist 100 Meter zu Fuß hineingelaufen und meinte, da kann man durchfahren. Nach 200 Meter ist er stecken geblieben. Nach 3 Tagen hat er erkannt, kein Schwein kommt. Er hat also zuerst Videoaufnahmen gemacht, um zu beweisen, dass er in einer richtigen Notlage ist, denn wenn der EPUB aktiviert wird und es war keine lebensbedrohliche Situation, dann kostet ihn das bis zu 50.000 Dollar. Kurze Zeit danach erschien ein Flugzeug am Horizont und hat ein Satellitentelefon heruntergeworfen mit einer Telefonnummer, die er angerufen hat. Und dort wurde ihm dann mitgeteilt, am nächsten Tag kommt ein Hubschrauber und wird ihn dort herausholen. Er meinte aber, er will niemanden, der ihn rausholt, er will eine Gruppe haben, die ihn wieder flott macht.
Daraufhin kam am nächsten Tag der Hubschrauber mit einem Polizisten, der ihm dann sagte, entweder steigt er jetzt freiwillig ein oder aber er müsste ihn verhaften, was bedeutet, dass einen weiteren Aufenthalt in Australien für ihn dann nicht mehr in Frage käme. Er hat es erst davor gezogen, wurde zur Goldmine Telfer gebracht. Von dort aus wurde dann über die Aborigine Community Kunawarachi die Hilfe organisiert. Und nach weiteren 10 Tagen war das Auto dann wieder flott. Es stand also insgesamt mehr als 14 Tage im Wasser. So eine Rettungsaktion von Kunawarachi ist unter 15.000 Dollar nicht zu haben. Das wäre mit Otto nicht passiert. Ein zweiter Fall ist ein Deutscher mit Tochter, fährt genau die gleiche Strecke nur auf die entgegengesetzte Seite, kommt auf den gleichen See, läuft 100 Meter hinein, fährt los und bleibt 200 Meter später stecken. Er war ein bisschen cleverer, er hatte ein Satellitentelefon dabei und hat den Royal Flying Doctor Service alarmiert, die dann Kunawarachi alarmiert haben und also auf dem kurzen Wege Hilfe geholt haben. Da war das Ganze dann ein bisschen preiswerter. Er wurde für 8.000 Dollar wieder flott gemacht. Auch das wäre mit Otto nicht passiert. Es gibt eine Anzahl von Schwierigkeiten, insbesondere Flussdurchquerungen. Manchmal sind sie trocken, manchmal sind sie nass. Wenn sie nass sind, dann sprechen wir von einer Watercrossing. Die Sanddünen als zwei nächste Schwierigkeit sind tageszeitlich schon unterschiedlich. Zur Mittagszeit, wenn sie sehr trocken werden, sind sie sehr weich und es kann sein, dass man dann leichter hängen bleibt als am frühen Morgen, wenn sie durch den Morgentau noch etwas härter sind. Am späten Nachmittag kann man davon ausgehen, dass die Sanddünen durch die Trockenheit der Luft sehr weich sind und die Gefahr vom Hängenbleiben dann immer größer wird. Es ist keine gute Idee, die Canning Stock Route alleine zu fahren. Man sollte mindestens mit 2 Fahrzeugen fahren. Eine Idee ist auch, dass man vorher vielleicht einen Geländewagenkurs gemacht hat, am besten bevor man die Canning Stock Route fährt. Denn wenn man nur in ein Fahrzeug sitzt, dann ist das nicht genug. Man muss wissen, wann man die Luft rauslässt, wann man den Four-Wheel-Drive einschaltet, wie man die Hubs einschaltet. Es gibt viele Dinge zu beachten, um erfolgreich durch die Canning Stock Route zu fahren. Und der allerwichtigste Punkt ist der Reifendruck zur rechten Zeit. Und an diesem Punkt bestehen meistens die größten Schwierigkeiten. Also eine gute Zeit, um die Route zu fahren, ist etwa 19 Tage. Davon befindet man sich 15 Tage auf der Canning Stock Route. Man fängt in Perth an und ist nach 2 Tagen in Wiluna. An diesem Punkt beginnt dann der Point of No Return. 15 Tage durch die Canning Stock Route wird aufgeteilt in Tagesabschnitte zwischen 80 und 150 Kilometer täglicher Fahrleistung. Man beginnt am besten morgens um 7:30 Uhr. Manche möchten sogar schon etwas früher. Und man hört auf zu fahren gegen 4.30 Uhr, 5 Uhr. Und wenn der Sonnenuntergang kommt, dann wird es innerhalb von 30 Minuten dunkel. Und da ist es eben gut, wenn man zu diesem Zeitpunkt sich dann auch schon gemütlich für den Abend eingerichtet hat. Es werden genügend Stopps gemacht an den einzelnen Wasserstellen, die eingerichtet sind, also die Brunnen, die Canning gegraben hat. Und es bleibt auch genügend Zeit zum Fotografieren. Der Preis für eine 19-tägige Reise von Perth nach Darwin oder von Darwin nach Perth oder von Perth nach Alice Springs und natürlich auch zurück beträgt pro Person 4.120 Euro. In diesem Preis sind unter anderem enthalten 200 Liter Diesel und ein Four-Wheel-Drive-Kurs, der Ihnen am Ende bestätigt, was Sie alles geleistet und was Sie alles gelernt haben auf dieser Strecke. Da immer nur 2 Personen in einem Fahrzeug sitzen können, ist also dann doch der Mindestbetrag 8.280 Euro. Wenn jemand alleine fahren möchte in einem Fahrzeug, muss er leider den doppelten Preis bezahlen, da es keine Einsparung gibt.